Ja, und damit jetzt kurz zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. In der letzten Folge haben wir das erste Kapitel abgeschlossen in den schaurigen Pfaden. Und jetzt kommt was Wunderschönes. Es heißt Gookie Boo. Und habe ich ja schon erwähnt, es wird neue Gegner geben. Und genau das passiert jetzt auch. Ein neuer Gegner. Ukibu, Teleport Terror. Kann nicht von der Heldensicht getroffen werden, da er sich die ganze Zeit teleportieren kann. Ist das nicht wunderschön? Na, 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 na. Wieso wird meine... Meine Sensoren sagen mir, dass diese Gegner blöd sind. Ja. Ich werde sie trotzdem mal kurz angucken. Wie viel haben wir davon? Wahrscheinlich nur. So sehen die aus. 15 Felder können sie laufen. Gut, die haben Präzision mit Vampir. 180 Leben und er kann Gegner anlocken. Das sind schon einmal gute Voraussetzungen. Ich weiß nicht, ob sie dashbar sind. Hier lohnt es sich ja noch nicht mal hinzugehen. Ich hab gedrückt, Leute. Ich muss die Schlacht neu starten. Ich habe aus Versehen gedrückt. Ich habe auf B gedrückt. Warum nimmt der Sachen an, wenn ich auf B drücke? B heißt nein. Gut. Überspringen wir das, ja. Dann werde ich erstmal zu dem Gookie Boo nach da oben laufen. Das sind viele Gegner. Sehe ich das richtig? 4 Gookie Boos? Ja. Okay, Mario, du rennst da mal hier hoch. Stellt sich dahin und schießt. Heldensicht bringt ja nichts. Rebel Peach, du läufst auch mal hier hoch. Wusch. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich jedes Mal verdrück. Leute, dieser Part besteht daraus, die ganze Zeit eine Schlacht neu zu starten. Yay! Dafür habt ihr abonniert. So. Gib ihn, zack, zack. So. Und jetzt werde ich es langsam angehen und den Controller ein bisschen hier. Apropos. Gut. Nicht, dass der mir jetzt gleich den Saft abstellt hier. Ich habe ihn jetzt nämlich aufgeladen hier. Selbst der ist komplett schwarz, der Controller. Ah, ich weiß auch warum. Ich weiß, warum ich so viel wegeditiert werde. Weil extremst viel auf dem Dings da blau ist. Und blau ist halt Blaulicht. Also blaues Licht halt. Dahin. So, Rabbit Peach. Dadurch. Von Mario abbouncen. Und dich hier hinstellen. Ich habe den Gookie Boo da oben gesehen. Peach, du rennst auch hoch. Und du springst diesmal hier hin, damit du dann den oberen treffen kannst, in der Hoffnung, Rabbit Peach nicht zu verletzen. Sollte aber möglich sein. Diesmal auf den. Da stand 100% Trefferchance bei dem da oben. Ah, ich weiß auch warum. Mit dem Teil nämlich. Pam. Und wenn Mario jetzt noch trifft, könnte es schon sein, dass wir es schaffen. Ja. Wenn er trifft. Er trifft. Er trifft! Mit dem Crit! Sehr schön. Finde ich gut. Ich weiß nicht, bin ich zu klein? Bin ich zu groß da unten rechts im Bild? Ich weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall mal das Schild an. Mario, du nicht. Bei dir lohnt sich das nicht, weil Gookie Boos teleportieren sich und laufen nicht. Okay, da haben wir noch Ziggis, aber die sind ja schwach, das wissen wir. Sind die ersten Gegner, die wir im Spiel kennengelernt haben. Ziggis, Hopsa, Grobiane, Gehilfen, Verteidiger,
Cookie Boost. Ja, und halt noch die Bosse, aber die zähle ich jetzt nicht wirklich rein. Er hat versucht, uns anzuziehen mit Magnettanz, so wie Rabbit Mario das kann. Aber wir sind nicht drauf reingefallen. Okay, wo ist denn der nächste? Da ist einer. Das heißt, Mario, du musst jetzt einen Long Jump machen. Und auf unserem Freund hier landen. Und ich überlege gerade, lohnt es sich runter zu hüpfen? Nee. Allein wenn Mario jetzt schon springt, wird er getroffen. Ich stelle ihn da in der Hoffnung, Rabbit Peach kann ihn befreien, wenn er Tinte bekommt oder so. Jetzt wird er nochmal abgeschossen. Keine Tinte, okay. 100 Schaden. Crit, raus mit dir. Tschüss. Sehr schön. Gut. Dann kann Rabbit Peach nach unten sich hier hinstellen und hoffentlich mit der Bombe irgendwie beide Gegner vielleicht treffen. Ja, tut sie, und sie nimmt sogar beide raus. Wie viel Schaden macht denn die Bombe? Das ist ja übertrieben. 188! Okay. Das kommt halt mal vor. Pichu stellt sich mal dahin. Nee, ich weiß, du kannst nicht schießen. Gibt es noch Ziggis auf dem Schlachtfeld? Es sind nur noch zwei Cookie Boosts. Ja, dann lohnt sich das auch nicht noch mit Mario jetzt irgendwie Helden sich da anzumachen. Okay. Bitte teleportier dich mal. Ja, näher zu Mario, perfekt. Du auch? Nee, du teleportierst dich an den Anfang. Wobei, von da könnte Peach dich theoretisch treffen. Ich kann den nicht dashen. Wie viel Schaden macht der Hammer? Ich kann den nicht rausnehmen. Rabbit dos Peachus, du rennst hoch. Du kannst auch nichts machen. Das heißt, wir müssen zuerst Mario... Nee, wo ist Mario? Da ist Mario. Mario müssten wir... Wobei, wenn wir Peach hier hinstellen, treffen wir den vielleicht nicht. Aber wir können mit Mario noch eine Stampfattacke machen, was zusätzlich nochmal Schaden macht. Würde sich theoretisch lohnen und auch anbieten. Sprung. Stampfattacke. Und dann hoffentlich mit dem Hammer ihn rausnocken. Pam. 50. Mit einem Crit würde ich halt theoretisch den jetzt rausnehmen können. Mario, bitte, bitte, bitte! Nein, Mario, was machst du? Mario! Oh Gott. Außer Peach, du kommst jetzt noch... Du kannst nicht springen. Peach könnte aber noch die Bombe werfen. Dann haben wir nur noch den da hinten. Ja, dann wäre er raus. Und Mario erhält wie viel Schaden? Bitte nicht zu viel. 50! Aber er ist dafür weg. Gut. Er schießt auf Mario, das war mir klar. Der kommt aber auch nicht näher, gell? Mario. 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 Kommst du in die Röhre? Du kommst in die Röhre. Dann geht Rabbit Peach durch die Röhre. Und stellt sich hier hin. In der Hoffnung, dass Mario auch so weit kommt und springen kann. Mario geht durch die Röhre, ja, geht zu Rabbit Peach und springt hier hin. Er trifft ihn nicht. Er trifft ihn nicht. Aber Peach kann eine Bombe schicken. Die soll dem Typen hinterherfahren. Ganz gut, wenn man die Reichweite von Bomben auch unter anderem erhöhen könnte. Das wäre zum Beispiel mal eine coole Investition. Hier heilt sie Mario. Das ist eine gute Idee. Oh, die Musik im Hintergrund. Doch, ihr hört die Musik. Gut. Nicht, dass die jetzt irgendwie bei euch gar nicht ankommt, weil sie so leise ist.
Es ist halt genau ein Feld, in dem er geschützt ist. Ich hasse ihn. Und er teleportiert sich jetzt wieder 10 Kilometer weg. Tut er nicht? Mario, du kommst bis hier. Peach? Och, bis wohin kommt Mario? Bis zu dem Punkt. Dann stellt sich Peach auch dahin. Rabbit Peach, kommst du irgendwie? Nein, du kommst nicht hoch. Okay, Mario, du bist dran. It's your turn. Das ist doch nicht... Der ist cool. Wenn wir Glück haben, zerschießt Rabbit Peach seinen Schutz. Mach einen Crit. Ja, gut. Das hier ist niveauvolles halt. So, erstmal kriegt er das da. Bam! Dann, Mario, spring so weit nach vorne, wie du kannst. Hammer kannst du nicht einsetzen. Wobei müsstest du eigentlich. Weil der hat so. Egal, aber bist raus! Tschüss! Palm away! Oh Gott. 5 von. Echt? Okay, das hätte man schneller hinkriegen können. Hätte man. Wir nicht, wir sind zu schlecht. Wir brauchen irgendwo eine Statue. Gucken, ob wir hier hinten eine finden. Denn wir bräuchten eine. Um. Die Brust zu öffnen. Ein Glück sind diese unheilvollen Rüstungen nicht von irgendwelchen bösen Geistern besser. Kaum auszudenken. Doch, da ist eine Statue. Die Rüstung hat blau leuchtende Augen. Das macht mir irgendwie Angst. Haha. Stell da drauf, komm. Genau. Ist es irgendein Secretos oder so? Ah ne, es gibt jetzt einfach nur eine Kiste. Ich hoffe, wir überspringen jetzt nichts Wichtiges. Ich werde gleich nochmal zurückgehen. Ja, eine Kiste übersprungen. Okay, wir überspringen hier mit zehntausende Sachen. Was ist denn da los? Aber, oh, aber wir haben sehr gut Beute gemacht. Nee, der bringt uns jetzt hier zum Kampf. Nee, tut er nicht gut. Hier geht's zum Kampf. Ja, nee, dann rennen wir hier runter. Denn hier, ich habe gesehen, hier gibt es zum Beispiel auch noch eine Kiste. Wieder eine Tarotkarte. Chemie Genie. Und weiter zurück. Ja, wir werden jetzt alles durchsuchen. Klar, wir müssen ja ein paar Sachen finden. So. Ist noch manchmal so richtig unscheinbare Sachen, wo einfach nichts ist. Aber da ist jetzt wieder eine Kiste, genau. Aber die Rüstung nochmal anschauen. Also irgendwie diese Rüstungen sind komisch. Wenn wir noch weiter zurückgehen, kämen wir nur wieder dahin, wo wir schon waren. Also gehen wir den Weg. Ich finde es schade, dass ich die Aufnahme hier in dem Programm nicht pausieren kann. Sonst könnte ich ziemlich viel schon direkt während der Aufnahme rausschneiden. So hätte ich es im Nachhinein einfach. Aber von mir aus. Let's go. Ba 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 bam. Ach ja. Wenn wir einen davon bekommen und die berühren uns. Gott, ich hasse diese Kerle. Dann kann es passieren. Rein theoretisch. Dass wir wegteleportiert werden. Und das nicht nur so ein Mini-Bisschen, sondern komplett. Wir können sonst wohin teleportiert werden. Ich wurde immer an den Anfang teleportiert. Das ist Rabbit Peach.
Rabbit Peach rennt doch. Peach rennt doch nicht nach oben. Oh, Peach, du kannst zweimal. Du kannst bloß einmal dashen. Okay, dafür springst du dann aber. Das ist auch ein Buhu. Dann stellst du dich dahin und schmeißt irgendwie deine Granaten da runter. Und zwar am besten auf den Gehilfen. Tinte. Prinzessin blickt klar, dass der angemacht wird. Mario könnte den rausnehmen. Ich glaube, muss er aber gar nicht. Doch, müsste er schon. Hier habe ich eine 100% Trefferchance, dann stelle ich mich dahin, klar. Sobald einer der Gehilfen raus ist, ist es super. Ist schon mal einfacher. Zack! Weg damit! Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dich machen wir auch noch weg. Seht ihr da auf dem Rücken? Da haben die auch so wie so ein Gesicht aufgemalt hier. Da drüben ist noch einer. Der lebt. Mit wie viel? Mit 5, klar. Warum denn auch nicht? Ich glaube, das Schild wird sich hier lohnen, viel mehr als sonst. Sind die Boos dran? Okay. Glück gehabt. Das ist nämlich total random, wo die sich hin teleportieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein bisschen... Lauf bloß! Bist du kaputt? Fuck. Feuer, er kann nicht weiterlaufen. Er schmeißt, er heilt. Er heilt. Gut, dann werden wir jetzt erstmal auf jeden Fall diesen Gehilfen rausnehmen. Der wird auch noch schießen hier auf Peach, ja. Wo ist Peach? Da ist Peach. Peach geht da runter, dasht den. Und jetzt muss sie sich halt extremst offen dahinstellen. Pam. Denn wir müssen den jetzt auf jeden Fall besiegen, sonst würde er die ganze Zeit die Gookie Boos heilen und... Nee. Komm, 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 crit, crit, crit! Yeah! Und dann gehen wir noch mit... Nee, warte, stopp, 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 halt, 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 halt. Mario kommt hoch. Mario springt weit nach vorne, stellt sich dahin und übernimmt das für Rabbit Peach. Und Rabbit Peach schießt auf den linken Gookie Boo, der schon angeschlagen ist, denn der hat irgendwie aus irgendeinem Grund Tinte. Nee, warte, mehr macht mehr Schaden. Wie viel Schaden machst du? Bis 170. Dann stellst du dich dahin und schießt auf jeden Fall auf den vorderen Gookie Boo. Auf den da. Mit einem schönen Crit, komm! Yes! Nice! Und Mario, du nimmst ihn raus! Er hat kein Recht mehr, weiter seine Leute zu heilen. Tschüss! Heilen lohnt sich gar nicht. Der Cookie Boo wird sie jetzt sonst wohin teleportieren, ich weiß das. Ich find's auch gut, wenn man einen Charakter hätte, der sich teleportieren könnte. Das fände ich zum Beispiel richtig, richtig cool. Gibt's leider nicht im gesamten Spiel, aber ja. Bin durchsichtig. Und ja. War mir klar. Wusste es, seht ihr es. Ich rieche sowas mittlerweile schon. Wir treffen ihn auch gar nicht, gell? Wobei. Wenn Peach jetzt springt. Trifft sie ihn? Sowieso immer zu 100%. Heilt sich nebenbei auch noch. Und trifft den Cookie Boo. Zack. 84 Schaden ist okay. Mario kann nichts machen. Rabbit Peach würde theoretisch weiterkommen als Mario. Lohnt sich aber auch nicht wirklich. Aber ich würde einen hier oben hinstellen. Einer, der dann hinten runter geht. Das wird Peach dann sein. Und einer, der halt vorne steht, als Mario. Mal gucken, ob die Bombe ihn vielleicht trifft, wenn er sich nicht zu weit wegfordert. Der Geist
kann, also der Buhu kann auch theoretisch, okay. Ja. Super. Kann ich auch. Okay, er teleportiert sich nach oben. Du schaffst es durch die Röhre. Das darf doch nicht wahr sein. Gut, aber jetzt ist er wenigstens weg. Und der Geist hat mich. Wir haben aber die Schlacht gewonnen, von dem her. Relativ egal, ob uns da jetzt noch so ein Buhu an der Backe klebt oder nicht. Wir haben es geschafft. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das hängt mir so im Gesicht. Und das ist also so. Hallo. Bloß Silber leider diesmal. Aber trotzdem gut Geld gemacht. 25 Kugeln. Könnte dieses Grammophon da drüben eines der Relikte der Güte sein? Ja, könnte. Ist auch so. Steht nämlich auf demselben goldenen Podest, wie wir eins brauchen. Und da ist König Buhu ohne Königgesicht. Aber es ist ein Buhu, der ein König. Also eine Krone hat. Das wäre cool, wenn das jetzt König Buhu wäre mit den schwarzen Lila an Augen. Ihr wisst, was ich meine. Ganz kurz mal. Mario. Mario. Mario macht ab sofort mehr Schaden. Rabbit Peach kann wieder schneller heilen. So, kurz bei Peach gucken. Und Peach kann noch mehr. Auch kann auch noch mehr heilen. Rabbit Mario macht 70 Schaden jetzt mit einem Dash. Luigi kriegt erstmal das hier, wichtig. Multi-Eisenblick. Luigi kann bis zu dreimal Eisenblick nehmen. Das macht zum Beispiel extrem die Pluspunkte. Raserei gehen wir mal bei ihm hoch. Und dann halt noch hier Herzen auf jeden Fall. 35 kann man sich noch was holen. Ja, rüber hoch. Noch mehr Schaden abblocken. Gut. Sind unsere Leute also wieder noch etwas stärker geworden? Und wir holen uns das Grammophon, bringen es zurück. Bam, bam. Oh, ich hab gedrückt, Entschuldigung. Bam, 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 Land in der Welt hier viel besser ist als meine Musik. Ich hört mal fliegende Kerzen. Wollen die sich angucken? Nee, kann nicht. Ich weiß nicht, wo das Goldtor war. Nee, hier nicht. Ist es dann das hier? Und hier kamen wir. Ja, ich hab's. Hier links. Können wir es abstellen? Diese Kamerafahrt ist die beste im gesamten Spiel. Es ist wirklich richtig gut gemacht. Und damit öffnet sich uns das nächste Tor. Und eröffnet eine neue Welt. Ich finde diese Kamerafahrt da so gut gemacht. Das ist Wahnsinn. Und wir kriegen noch einen Aufruf. Ja, den machen wir noch diese Folge. Gut gemacht, ihr habt eines der Relikte der Güte gefunden. Hoffentlich war es äußerst unerfreulich. Unerfreulich für eure Gegner, meine ich. Achso. Das zweite Relikt der Güte erfordert eine lange und gefährliche Reise, auf der ihr wahrscheinlich ein grausiges Ende finden werdet. Viel Spaß. Danke! Tja, ich hoffe doch, dass dieser Tom Fahn den ganzen Ärger wert ist. Aber solange die Chance besteht, dass er uns hilft, Bowser Jr. zu besiegen und Spawny zu retten, sollten wir sie ergreifen. Ja. Retten wir Tom Fahn. Der ist so cool. Ich finde den richtig cool.
Und jetzt können wir wieder nach links und nach rechts. Diesmal gehen wir zuerst nach links. Letztes Mal sind wir nach rechts gegangen. Und halt, ich habe ja was gesagt. Das sehen wir erst in der nächsten Folge. Das war's mit dem Video. Ich bis dann und tschüss. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr nicht verpassen könnt, wie wir uns diese Kiste da holen werden. Ciao.